Tja, und hier auch und dort auch ist für uns Marlon Amoyal in Prag. Er beobachtete diesen ersten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Marlon, warum kommen eigentlich 44 Staats- und Regierungschefs dahin, nur um miteinander einen Gedankenaustausch zu machen? Oder gibt es dahinter noch was anderes, was Größeres? Nun, ich glaube, es ist mehr. Es ist vor allen Dingen ein Symbol, was hier aus Prag gesendet werden soll. Denn diese Staats- und Regierungschefs, die hier zusammenkommen, die beraten darüber, wie umzugehen ist mit dem Angriffskrieg der russischen Seite auf die Ukraine. Das erste Mal ist ja im Grunde genommen ein Krieg in Europa in den letzten Monaten am Toben, in dem ein Staat im Grunde genommen die Grenzen neu ziehen will. Und deswegen ist es schon ein starkes Symbol, dass hier knapp 43 Staats- und Regierungschefs im Grunde genommen alle aus Europa gekommen sind, bis auf zwei. Denn wer nicht hier ist, ist Wladimir Putin und ist noch Alexander Lukaschenko. Und diese Runde, die sich hier trifft, diese informellen Gespräche, die heute stattfinden, hier auf dem Hradschin, direkt hinter mir auf der Prager Burg, die sollen vor allen Dingen ein Zeichen senden, dass man sich gemeinsam Gedanken darüber macht, in den Austausch geht, wie man die großen Krisen bewältigen will, die aus diesem Krieg resultieren. Beispielsweise die steigenden Energiekosten, die Lebensmittelsicherheit, die Frage, wie umzugehen ist, dass man zum Beispiel auch Energiesicherheit schafft. All das bringt dann auch, vielleicht kann man sagen, einige Staats- und Regierungschefs hier zusammen, die sonst nicht zusammensitzen würden. Denken wir an Aserbaidschan, Armenien, die sonst verfeindet miteinander sind. Denken wir beispielsweise an Serbien, an Kosovo, an die Westbalkanstaaten. Denken wir aber auch an Großbritannien. Denn auch Großbritannien, das kein EU-Mitgliedstaat mehr ist, ist hier bei diesem Gipfel dabei. Und das ist im Grunde genommen das, was hier auch Olaf Scholz noch mal deutlich gemacht hat in seinem Statement heute im Laufe des Vormittages. Man möchte hier zusammenkommen, man möchte die Atmosphäre ungezwungener Gespräche nutzen, um sich auszutauschen und sich zu beraten. Das ist das Zeichen, was hier die Staats- und Regierungschefs senden wollen. Also es gibt ja formale Aspekte. Es gibt zwei Tische sozusagen zu verschiedenen Themen, die sicherlich auch einige Gemeinsamkeiten machen werden. Aber auf der anderen Seite ist wirklich wichtig, höre ich aus Ihren Worten heraus, die informellen Gespräche, die Zweiergespräche oder Dreierbegegnungen am Rande. Ja, das kann man so sagen, weil natürlich auch schon ganz klar geworden ist, dass es viele Unstimmigkeiten, auch unterschiedliche Interpretationen gibt, wie umzugehen ist mit den Herausforderungen. Nummer drei zu nennen, Mateusz Morawiecki hat heute in seinem Statement hier vor allen Dingen den deutschen Alleingang in Sachen Gaspreisdeckel kritisiert. Da ist er nicht alleine, auch andere Staats- und Regierungschefs haben das sehr deutlich gemacht. Aber vor allen Dingen auch die Finanzminister schon Anfang der Woche in Luxemburg, wo es harten Gegenwind gab gegen auch Bundesfinanzminister Lindner. Da ist Viktor Orban, der das achte Sanktionspaket, was erst gestern auf den Weg gebracht worden ist von der EU, jetzt wieder kritisiert. Ausnahmen möchte auch für sein Land, gerade auch weil Ungarn abhängig ist zum Beispiel von russischem Öl. Aber da sind auch zum Beispiel die Franzosen, die sagen, setzen wir auf Atomenergie und weniger zum Beispiel auf Pipeline-Projekte, wie Deutschland und Spanien es sich jetzt vorstellen. Also das sind alles Themen, die hier sicherlich auch eine Rolle spielen. Morgen noch wichtiger werden, dann beim informellen Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs der EU. Aber das zeigt eben auch, wie schwierig diese Gespräche sind im bilateralen oder eben auch im trilateralen oder multilateralen Gesprächsformat. Und dieses Format jetzt, dass da zum ersten Mal neu tagt, das ersetzt aber auf keinen Fall die EU oder soll die EU ablösen? Ich meine, es gibt ja schon genügend andere Gremien und Zirkel, die auch diese ganzen Staaten abbilden. Der Europarat zum Beispiel ist eines von denen. Klar, Europarat kann man nennen. Da sind aber natürlich auch Länder nicht dabei, wie zum Beispiel Aserbaidschan oder Armenien. Interessant ist es schon, was natürlich auch hier sozusagen zwischen den Tonen zu diesem Treffen gesagt wird. Beispielsweise eben genau so ein Stück weit die Sorge, dass man Ländern wie der Ukraine oder Ländern auch wie dem Westbalkan ein Forum gibt, wo man sagt, na gut, ihr seid zwar nicht Mitglied der Europäischen Union, aber es gibt jetzt diese europäische politische Gemeinschaft. Da haben aber zum Beispiel auch Bundeskanzler Olaf Scholz, aber auch Macron, der Ideengeber dieses Formats hier in Prag als erstes Treffen sozusagen ist. Die haben hier diese Zweifel versucht zu zerstreuen, haben gesagt, es braucht diesen Austausch, es braucht diese Bühne. Man muss, glaube ich, diesem Kind ein bisschen eine Zeit geben, um zu gucken, ob das ein Format wird, was sozusagen auch zusätzlich zu den anderen ein wichtiges Gremium ist. In jedem Fall ist es ein Zeichen, dass hier auch doch sehr unterschiedliche Partner in der, sage ich mal, Hemisphäre der Europäischen Union gemeinsam an einem Tisch sitzen. Europa neu denken. Sie schauen zu dabei für uns. Marlon Amoyal, herzlichen Dank an dieser Stelle. Bis später.